Ja, es war von Anfang an ein enges Spiel, von Anfang an ein Tick zu unkonsequent, ob das der letzte Schritt in der Abwehr war, wo wir sie dann doch haben werfen lassen und die auch heute echt gut getroffen haben, muss man sagen. Wir haben vor dem Spiel gedacht, wenn wir die unter 25 Gegentore halten, dann müssen wir das Spiel gewinnen können. Ich denke, wenn man die Chancen sieht, die wir hatten, dann wäre das auch drin gewesen. Aber wir hatten da im Angriff zu wenig Power zum Tor, zu viele Chancen vergeben. Und dann ist es am Ende wirklich ein Kampf um den einen Punkt. Zufrieden können wir sicherlich nicht sein, aber ein Punkt. Wir sind jetzt mit 3 Punkten gestartet, ist alles noch in Ordnung. Wir hatten im Prinzip eine gute Woche, wir haben gut trainiert, aber wenn man als Ziel hat, 4 Punkte zu schaffen und man schafft nur 3, dann können wir nicht zufrieden sein. Das ist einfach. Prinzipiell war die Woche richtig gut. Wir haben uns schnell gefunden, wir haben uns gesteigert von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, hatten auch mit dem Spiel gegen Griechenland ein richtig gutes erstes Spiel. Natürlich ist das nicht der Gegner, der jetzt mit der Weltklasse vergleichbar ist, die uns dann hoffentlich bei Großturnieren erwartet. Allerdings war das trotzdem ein guter Auftritt von uns. Schade, dass wir das heute nicht auch gegen einen stärkeren Gegner weiterführen konnten. Allerdings haben wir auch gute Sachen heute gezeigt und da müssen wir weiter dran arbeiten. Ja, wir werden erstmal das hier miteinander besprechen. Dann gehen die alle in ihren Verein. Der nächste Lehrgang beim Tag des Handballs wird die Mannschaft nicht komplett sein, weil die Spielerinnen, die im Ausland spielen, nicht dabei sind. Aber da wird es weiterhin die Sachen, die wir hier gemacht haben, weiter aufgearbeitet und weiter auch vorbereitet Richtung WM. Alle freuen sich darauf, dass die Hallen jetzt wieder etwas voller sind. Kann gerne zukünftig natürlich noch voller werden, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre einfach und macht viel mehr Spaß, vor Zuschauern zu spielen.